Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen League of Legends A bis Z mit Fiora im Jungle. Fiora ist so ein klassischer Champion. Ich hasse es, gegen sie zu spielen. Ich finde sie ultra unfair, wenn ich gegen sie spiele. Aber dadurch, dass ich sie jetzt selbst nie spiele, bin ich jetzt zu blöd dafür. Genau. Außerdem mal wieder das Runenproblem. Also ich habe die falschen Runen. Aber wie so oft wird es daran sehr wahrscheinlich nicht scheitern. Weil eigentlich scheitert es daran nie. Um ehrlich zu sein, also wirklich niemals. Es scheitert meistens daran, dass ich einfach mit dem Champion nicht gut bin. Aber das ist ja im Endeffekt auch die Challenge. Ja. Und die Champions wieder kennenzulernen, weil es gab ja doch viele Änderungen. Ich meine, viele sind gleich geblieben, aber von denen, die wir bis jetzt gespielt haben, waren, glaube ich, zwei neue oder so dabei, die ich noch nie gespielt hatte. Und insgesamt einfach extrem viele, die, ja, die geändert wurden. Also von dem her, definitiv nicht schlecht. Ob mir das wirklich was bringt, wenn ich dann wieder nur die gleichen Champions spiele im Solo-Ranked, wobei man das auch ehrlich gesagt machen sollte. Also man sollte nicht so viele Champions spielen, lieber wenige und die dafür richtig gut beherrschen, beziehungsweise einfach ihre Fähigkeiten gut kennen und welche Matchups sie gewinnen und welche Matchups sie verlieren. Und ja, das ist es eigentlich. Also ich meine, so wird man auf Dauer am ehesten besser im Game, als wenn man jede Runde einen neuen Champion anfängt. Würde ich zumindest mal behaupten. Was nochmal, die Edi macht Attack Speed, ne? True. Mist. Die hätte ich natürlich aktivieren sollen. Das war stupid. Oh oh. I'm getting killed. That just happened. Naja, wenn ich backgegangen wäre, wäre ich auch nicht. Also, spielt keine Rolle. Man verliert nicht mal den Buff, lustigerweise. Weil er jetzt hier gleich weg gewesen wäre. Ja gut, vielleicht spielen die Runen doch eine Rolle. Vielleicht. Eine kleine. Aber wenn man sich so die Teams anguckt, ich weiß nicht, ob wir da so oder so eine Chance. Leute, zwei von denen sind echt noch gestorben. Are you kidding me? Wow. Ich bin an dreien gestorben. Das gibt's ja nicht. An drei so kleinen Viechern, die fast keinen Damage machen. Das ist ja wohl ein Witz. Moment mal. Shit. Das ist ja stupid oder so. Ich habe alle meine Skills auf Cooldown. Oh no. Uff. Hey. Der Typ ist schon mal gemutet. Damn, ich glaube, der hat ein Problem mit seinem Anger Management. Das ist halt Flex-Q. Weiß gar nicht, was er hat. Er soll mal runterkommen. Hätte ja auch kommen können, um zu helfen. Aber nein. Er musste ja anscheinend backgehen, weil er so schlecht ist. Kappa. Ja, man, es ist halt aber auch wirklich jedes Mal das Gleiche. Was muss denn der jetzt schon wieder Master Yi spielen, ey? Ohne Spaß, von diesen A bis Z Games, locker 30% davon waren gegen Master Yi. Wieso? Das ist halt einer der härtesten Jungler im 1v1. Gegen den du halt fast nicht gewinnst, wenn du nicht das richtige Matchup hast. Oder besser gesagt, fast nicht gewinnen kannst. Das ist jedes Mal Master Yi. Also das kann man sich halt auch wirklich nicht ausdenken. Es könnte halt auch mal leicht sein, wenn die Gegner auch einfach mal einen Troll-Pick hätten, ne? Haben sie aber komischerweise nie. Obwohl es hier Silber 4 Flex-Q ist. Es erstaunt mich jedes Mal wieder, wie serious die Leute hier spielen. Ich meine, sie sind ultra schlecht. So wie ich halt. Aber sie spielen halt so, als wären sie es nicht. Also, das ist halt das, was ich meine. Master Yi kommt.
keine Ahnung, was die mit dem Fresh gemacht haben, ehrlich gesagt. Also, der hat ja nicht mal viel Damage bekommen. Das ist safe ein Dreier-Premade. In meinem Team. Mit der Ahri. Garantiere ich euch. Damn, ich kann nicht mal last hitten. Uff, das könnte der schlechteste Champ sein aller Zeiten für mich. Safe mein Blue Buff geklaut. Ah, na Mann, aber jetzt. Naja, aber ganz ehrlich, mit so einem Team, also, selbst wenn ich jetzt einen guten Start gehabt hätte, Alter, ich meine, wie geisteskrank haben die jetzt schon reingetiltet? Bei einem Tod, ich bin ja nur einmal gestorben. Also, ich meine, what the fuck, Alter, also, die sind ja schon wieder so ultra-toxic. Ich meine, ich werde auch tiltet oder toxic, wenn das Game halt 20 Minuten lang scheiße läuft, aber wie kann man denn beim ersten Tod schon so hart rein, also, vor allem toxic im Chat halt sein? Ich meine, wenn ich euch sage, dass ich getiltet bin, ich schreibe es ja nie in den Chat, ne? Das ist auch das, was manche Leute nicht verstehen. Wenn ich das hier sage, sage ich das euch. Ich ziehe damit nicht meine Teammates runter. Ich spiele einfach weiter, als wäre nichts. Wenn du das aber in den Chat schreibst und damit das ganze Team runterziehst und damit auch das ganze Team abfuckst, ist das was ganz anderes. Dann zerstörst du ja auch die Stimmung deiner Teammates. Und das mache ich nie. Oder nur ganz, ganz selten vielleicht. Nur bei diesem Run-It-Down-Mid-Game habe ich das gemacht. Und das war eine einmalige Sache. Ich schaffe die schon wieder nicht. Ja, ich glaube, die falschen Runen sind doch relevanter, als ich dachte. Aber das Game geben wir sowieso auf. Daran ändert das alles nichts. Schade. Was mich halt interessiert hätte, wäre halt die Ulti gewesen. Weil die ist immer so ultra stark. Aber jetzt mit Lebensraub müssten wir eigentlich keine Probleme mehr haben, hoffe ich. Denke ich. Ich weiß es nicht. Ja, Tiamat wäre halt wichtig im Jungle. Hätte ich mich eigentlich darauf fokussieren sollen. Aber ich war greedy auf die Rüstung. Free Objectives für Master Yi, woo! So gefällt uns das. Oh. Das ist natürlich schlecht. Gut, dass ich Ahri gemutet habe. Wer weiß, was die jetzt schreiben würde. Hey, der Tower hat sogar überlebt, überraschenderweise. Das ist eine klassische 07-Diff. Lux hat halt 3 Tode, ey. Wen hat sie nochmal geflammt? Ah ja, mich. Er hat wahrscheinlich sogar noch Ulti. Vermute ich jetzt einfach mal. No way. Alter, der Typ ist Level 10, Nasus ist Level 7. Und der flamet direkt. Ja, kann ich mir denken, was er schreibt. Interessiert mich nicht. Woran erkennt man jemanden, dass er toxisch ist? Du machst was? Oder du stirbst?
Er bleibt stehen, reagiert nicht und naja, was macht er dann, wo er schreibt in den Chat? Uff, das wird ein klassisches FF15-Game. Ich habe auch ehrlich gesagt kein Bedürfnis danach, Fiora nochmal zu spielen. Auch wenn das jetzt natürlich der schlechtmöglichste Start ist, den man haben kann. Aber ich kann dem Champion einfach nichts abverlangen. Ja, abgewinnen, meine ich. Das ist einfach so ultra freaking langweilig, vor allem im Jungle. Ich meine, ja, ich hätte jetzt Tiamat kaufen müssen, das erste Item. Ich denke mal, das ist der Hauptunterschied, plus die Runen. Aber trotzdem, der Champion ist einfach so langweilig. Die Fähigkeiten sind einfach so langweilig. Keine Ahnung, wie man das spielen kann, ehrlich gesagt. Das hat einen winzigen Gap Close. Ein bisschen Attack Speed und das war's. Das ist der Champion. Plus die Ulti mit dem Healing halt. Das ist der ganze Champion. Wow. Tja. Der holt sich wahrscheinlich gerade meinen Blue-Buff ab, Alter. Während wir hier stehen. Während wir hier miteinander sprechen. Oder auch nicht. Noch nicht. Wow. Tja, jetzt hätte ich vorher meine Boots nicht benutzen dürfen. Wir werden da legit keinen Kill haben. No! Ach, Caitlyn, Mann. Hör doch auf. Die habe ich noch nicht gemutet. Die fängt jetzt das Flamen an. Die ist jetzt tilted. Jetzt. Noch nicht vorher. Jetzt. Ach, meine Güte, ey. Normalerweise wäre das jetzt so ein Game, was ich nicht hochladen würde. Einfach, warum? Aber ich will Fiora echt nicht nochmal spielen. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich will sie nicht wieder spielen. Ich kann mir keine Welt vorstellen, in der das Spaß macht. Auch nicht mit den richtigen Items und so weiter. Oh, wow, seid ihr cool. Damn. Wow, habt ihr es mir gerade gezeigt? Oh Mann, Mann. Jetzt werde ich mich bestimmt anstrengen, das nächste Mal besser zu spielen, wenn wir mit. Ah, wir werden nie wieder miteinander spielen. Ja, stimmt. 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 Da war ja was. Spielt absolut keine Rolle. Mist, wieso haben die jetzt so viel Schaden bekommen? Hör doch auf, Mann. Wir wollen aufgeben, hallo. It's time to say goodbye to the shit. Ich habe fast das Gefühl, dass sie Vierer-Premade sind, aber das geht ja gar nicht. Oh, wehe, da drückt jetzt einer Nein, gell. Irgend so ein Scherzbot. Ach. Auch so Leute, die bis zum Ende warten, Alter. Wieso? Wieso? Was ist jetzt der Sinn davon, jetzt noch 30 Sekunden zu warten? Was war jetzt der Sinn davon? Einfach 30 Sekunden Lebenszeitverschwendung. Danke, Bro.